Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog bei White Grey Home on Tour. Wir nehmen euch im heutigen Vlog mit an den Lago Maggiore und zeigen euch hier, wo wir in einem Ferienhaus untergekommen sind. Wir sind mit 8 Personen vor Ort und schlafen zwischen Baveno und Stresa. Weil euch Roomtouren sicherlich genauso gefallen wie mir, nehme ich euch jetzt mit zu einer kleinen Roomtour in unserem Ferienhaus. Wir sind seit gestern im Ferienhaus angekommen, wie ihr mitbekommen habt. Und ich war positiv überrascht. Ich habe diesmal nicht einmal in der Beschreibung gespickelt und habe mich komplett überraschen lassen. Und ich muss sagen, ach Leute, der Wasserhahn ist ja nicht schön. Ich liebe ja so nostalgische Sachen und im Chevy-Schick. Ich finde es einfach nur der Burner, dass man in ein Ferienhaus kommt und man den Geschmack getroffen hat, den ich so liebe. Ist in Italien sehr selten, weil man da oft auch in guten, einfachen Hotels auf Plastikstühlen sitzt. Ja, deswegen freuen wir uns umso mehr, dass es so schön geworden ist. Und genauso im Schlafzimmer, schaut euch nur diese süßen, zuckersüßen Wandlampen an. Ein Reliefbild und dann dieser Ausblick, ich kann es euch sagen. Wir schauen direkt auf Verbania hier drüben, am anderen Ufer und eine der Inseln. Ja, die Details hier sind einfach der Knaller. Ich vermute, dass die Besitzer hier ab und zu mal im Maison du Monde waren, denn dann gibt es diese süßen Details, die man hier überall sieht, die kleinen, liebevollen Zinkdosen, Accessoires, überall im ganzen Haus verteilt. Also echt Zucker, dieses Ferienhaus. Das Ferienhaus ist zwischen Baveno und Stresa, unterhalb des Monte Matarone. Die Bäder sind in 3 unterschiedlichen Farben gefliest und hier ist nur ein WC, ein Gäste-WC mit auch so einem Chevy-Schick-Schrank und in den anderen Bädern sind Duschen eingebaut. Ja, typisch italienisch, würde ich mal behaupten. Würde ich sicherlich sofort verändern, wenn ich hier wohnen würde oder wenn es meins wäre. Aber für so ein Ferienhaus finde ich das ganz okay. Könnte in Italien durchaus schlimmer sein. Die Vorderterrasse ist hier an einem Bachlauf, der sehr laut ist. Man denkt jedes Mal, es regnet. Und ich habe schon gesehen, ein riesen Hortensienbusch hier hinten und Hugo, wie heißt es, Holunderblüten. Und hier schwenkt man über die andere, zweite große Terrasse und hat hier mit Palmen im Garten auch wieder den Blick auf den See. Dann gibt es hier einen Outdoor-Grill, der hier auf der mittleren Terrasse ist. Das Ferienhaus besteht aus 2 Teilen. Es gibt dann hier noch ein Outdoor-Waschbecken neben dem Grill und einen zweiten Zugang mit Gartentor verschließbar. Genau. Wir haben in jedem Haus jeweils 2 Schlafzimmer, eine Waschmaschine, eine Küche, die ich euch ja schon gezeigt habe, und ein Wohn-Esszimmer. Die anderen Räume zeige ich euch aus privaten Gründen nicht, denn ich bewohne sie nicht und möchte nicht in die Intimsphäre der anderen eingreifen. Ja, die 2 Ferienhäuser sind in der Mitte mit einer Terrasse verbunden und haben quasi hier unten ein Schlafzimmer. Hier oben ein Schlafzimmer mit 2 Betten und auf dieser Seite haben sie quasi hier ein Schlafzimmer mit 2 Betten und hier ein Schlafzimmer mit 2 Betten. Hier geht es in die Küche rein, hier hinten kommt der Grill und in diesem Haus gibt es noch Wohn-Esszimmer, wo man sitzen kann und in diesem eine Waschküche, wo man Wäsche waschen kann. Ich hoffe, euch hat die kleine Roomtour gefallen. Und ich konnte euch inspirieren, euch auch mal in Italien ein Ferienhaus zu buchen. Wir haben es über Airbnb gefunden. Ich liebe besonders die Sonnenaufgänge an diesem Platz hier im Ferienhaus, denn von dieser Seite haben wir schon so oft die Sonnenaufgänge beobachtet. Wir waren schon sehr oft in dieser Ecke und so haben wir uns entschieden, in einem unserer Stammlokale hier Pizza essen zu gehen und den Abend in Verbania am Hafen zu genießen. Verbania ist eine wunderschöne Stadt und ihr könnt hier rings um den See tolle Sachen erkunden. Also es lohnt sich hier definitiv mal Urlaub zu machen.
Empfehlen tue ich euch auch, hier ein Boot auszuleihen, denn ihr könnt hier ohne Bootsführerschein bis 40 PS mit einem Boot über den Lago Maggiore fahren. Wenn ihr in dieser Ecke seid, solltet ihr unbedingt samstags auf den Markt nach Intra gehen. Dort werdet ihr fündig mit allem, was das italienische Marktherz begehrt, ob das Kochgeschirr ist, Taschen, Klamotten, Schuhe, Käse, Salami, Antipasti, Obst und Gemüse, Blumen. Alles, was ihr euch nur vorstellen könnt, gibt es hier zu entdecken. Ihr dürft an fast allen Ständen probieren und naschen und ausprobieren und dann euch das eintüten lassen, was euch geschmeckt hat. Es duftet hier so herrlich auf dem Markt und der Markt ist unterteilt in Kleidung und Lebensmittel. Und weil wir hier schon so oft waren, sind wir an einen unserer Stammbadeplätze gegangen, an dem jetzt eine Schwimminsel ist. So ihr Lieben, ich bin hier gerade auf einer Schwimminsel, aber ich dachte, ich schwenke mal hier einen Blick rüber, denn zwei oder vier unserer Truppe sind jetzt hier den Klettersteig hoch. Hier neben dem, wie nennt man das, Steinbruch, ist ein ganz toller Klettersteig mit zwei unterschiedlichen Schweregraden und den lohnt es sich zu klettern. Ihr seht, hier drüben ist der Monte Mottarone mit dem Seilbahnunglück und an der linken Seite vom Steinbruch ist der wunderschöne Klettersteig. Ich bin dieses Mal jetzt nicht mitgegangen. Ich habe einfach jetzt hier ein bisschen gechillt die letzten Tage. Wir sind hier drüben in dem Ort untergebracht und wir werden jetzt heute noch ganz darüber fahren auf die andere Seite, weil wir da noch ein bisschen shoppen gehen möchten mit den Mädchen. Wir waren heute Morgen auf dem Markt in Verbania oder Intra. Genau. Und jetzt genießen wir hier gerade noch eine kleine Badesession auf der Schwimminsel. Und mit diesen Bildern möchte ich mir euch einen kleinen Vorgeschmack geben auf das, was noch im nächsten Vlog kommt. Wir fahren mit euch ins Tessin an zwei wunderschöne Wasserfälle. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog wieder gefallen und es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Vergesst den Daumen nicht und das Abo. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es hier wieder heißt, willkommen in unserem Zuhause.